Am Morgen trifft UN-Generalsekretär Ban in der Schweiz ein, einen Tag vor Beginn der Syrien-Konferenz. Dass er den Iran erst ein- und kurz darauf wieder ausgeladen hatte, das sorgt für Irritationen unter Diplomaten. Und auch Russland ist darüber wenig erfreut. Außenminister Lavrov bemüht sich gleichwohl, die Sache herunterzuspielen. Dass der Iran an den Gesprächen nun doch nicht teilnehme, sagt er, sei ein Fehler, aber keine Katastrophe. Ohnehin ist Russland skeptisch, was die Erfolgsaussichten der Syrien-Konferenz anbelangt. Grundlage für diese ist die sogenannte Genf I-Vereinbarung, inzwischen anderthalb Jahre alt. Sie sieht zunächst einen Waffenstillstand vor, dann die Freilassung von politischen Gefangenen und schließlich die Bildung einer Übergangsregierung unter Beteiligung des Assad-Regimes, aber auch der Opposition. Diese Punkte wollte der Iran nicht als Gesprächsbasis akzeptieren, der offizielle Grund für die Ausladung. Die Ausladung ist für uns eine Enttäuschung. Der Generalsekretär hat seine Meinung offenbar unter Druck geändert. Wir erwarten, dass er jetzt seine wahren Beweggründe offenlegt. Dem Vernehmen nach hatte die syrische Opposition damit gedroht, die Konferenz in Montreux am Genfer See zu boykottieren, falls der Iran mit am Tisch sitzt. Jetzt dürfen sie also nicht mitverhandeln, doch die Chancen für eine Einigung sind dennoch gering.